era of Taylor Swift. Taylor Swift is the biggest pop star on the planet right now. Erdbeben beim Taylor Swift Konzert. The Swift Effect, the Taylor Effect. Etwa 70.000 Fans und die laute Musik sorgten bei diesem Konzert in Seattle für den sogenannten Swiftquake. The unstoppable Taylor Swift. Taylor Swift. Hi, I'm Taylor. Taylor. Die Taylor Swift Story. Folge 1. Vom Country Girl zur Pop-Ikone. Taylor Swift ist ein Phänomen, man kann es nicht anders sagen. Die 34-Jährige ist die erste Künstlerin, die mit nur einer Tour mehr als $1 Milliarde eingespielt hat. Sie hat das legendäre Londoner Wembley Stadion an 6 Abenden hintereinander ausverkauft. Heißt, sie spielt einfach alleine dort und das vor über 500.000 Menschen. Sie war in den letzten 15 Jahren 52 Mal für den Grammy, also den wichtigsten US-Musikpreis, nominiert. Den sie 14 Mal gewonnen hat. Auf Instagram hat sie fast 300.000.000 Follower und Followerinnen. Die Hälfte aller Amerikaner und Amerikanerinnen bezeichnet sich als Swifties, also Taylor Swift-Fans. Sie ändert die Spielregeln im Musikbusiness. Man sagt ihr nach, ein Tweet von ihr könne Karrieren zerstören, ein Instagram-Post Wahlen beeinflussen. Wie hat sie das geschafft? Was steckt hinter dem kometenhaften Aufstieg einer einst schüchternen Country-Sängerin? Und wie groß ist ihre Macht wirklich? Egal, ob ihr Swiftie seid oder Taylor Swift nur aus dem Radio kennt. Wir analysieren ihre Karriere und nehmen ihre Entwicklung als Künstlerin unter die Lupe. Nach diesem Podcast wisst ihr, warum niemand, wirklich niemand an Taylor Swift vorbeikommt und wie ihr das gelungen ist. Hi, I'm Taylor. I'm Taylor. I'm Taylor. I'm Taylor. Hey guys, it's Taylor. I'm Taylor. I'm Taylor. It's Taylor. I'm Taylor. It's Taylor. Hey guys, it's Taylor. Hi, das ist Folge 1 der Taylor Swift Story. Der Podcast, der das Phänomen Taylor Swift ganz genau unter die Lupe nimmt. Mein Name ist Gisem Celik, ich bin Popkulturexpertin, Podcasterin und Taylor Swift-Fan seit 2008. Hi, ich bin Vanessa Mai und ich bin Sängerin. Jetzt mal nicht so schüchtern. 2 Nummer-1-Alben, 4 Top-3-Alben, einen Echo, mehrere Gold- und Platin-Auszeichnungen und du warst auch schon DSDS-Jurorin. Dankeschön. Ja, okay, ich oute mich. Ich bin auch Swiftie und zwar schon seit 2012, seit dem Red-Album. Und Taylor ist für mich eine riesen Inspiration schon sehr, sehr lange. Und ich weiß einiges über sie und freue mich jetzt sehr, gemeinsam mit dir ganz tief einzutauchen in die Taylor-Swift-Welt. Ich mich auch. Ich bin ja der Meinung, dass man sehr viel über unsere Gesellschaft und Kultur lernen kann, wenn man sich die Menschen genauer anschaut, die wir als Stars feiern. Ja, also lass uns mal genau da einsteigen, bei dem, was man von Taylor so sieht, nämlich ihrem Image. Um zu verstehen, wie Taylor zu dem Megastar werden konnte, der sie heute ist, schauen wir uns ihre Anfänge in der Country-Musik an. Dort legt sie den Grundstein für das Image des lieben Girl Next Door, also Mädchen von nebenan, was nirgendwo aneckt und sich so als beste Freundin in die Herzen ihrer Fans spielt. Wir blicken auf ihre musikalische Entwicklung über Genres hinweg und widmen uns den 2 zentralen Momenten in der Karriere von Taylor Swift, an denen sich entschied Triumph oder Untergang. Denn man kann es sich heute kaum vorstellen, aber es gab eine Phase in Taylors Leben, in der sie fast gecancelt wurde. Also wo sie öffentlich geächtet wurde und vielleicht sogar alles verloren hätte, wofür sie jahrelang hart gearbeitet hat. Wie hat sie all das nicht nur überstanden, sondern schlussendlich zu ihrem Vorteil genutzt? Let's go! Are you ready for it? Es ist der 13. September 2009 in New York City. In der Radio City Music Hall finden die MTV Video Music Awards, kurz VMAs, statt und draußen fährt eine weiße Kutsche vor, gezogen von 2 weißen Pferden. Auf dem Kutschbock sitzt ein älterer Herr, er trägt Smoking und Cowboyhut. Am roten Teppich steigt die damals 19-jährige Taylor Swift aus. Es ist die Ankunft des Abends. Ihr Cinderella-Auftritt wird komplettiert von ihrem Outfit. Ein bodenlanges, silbernes One-Shoulder-Abendkleid mit freiem Rücken, das im Scheinwerferlicht glitzert. Die langen, blonden Locken sind zu einem eleganten Knoten gebunden. Sie trägt den für sie typischen knallroten Lippenstift. Die Country-Sängerin Taylor Swift ist an diesem Abend zum ersten Mal für einen prestigeträchtigen VMA nominiert. Sie sieht sich als Country-Cinderella, die endlich zum Ball des Pop-Mainstream eingeladen wurde. Kurz nach Beginn der Veranstaltung stehen die Sängerin Shakira und der Schauspieler Taylor Lautner auf der Bühne. Sie stellen die Nominierten in der Kategorie Best Female Video vor. Es sind Kelly Clarkson, Lady Gaga, Katy Perry, Pink, Beyoncé und Taylor Swift. Die große Favoritin des Abends ist Beyoncé mit ihrem Video zu Single Ladies.
Taylor Lautner, der zu dem Zeitpunkt übrigens mit Taylor Swift zusammen ist, öffnet den Umschlag, um die Gewinnerin zu verkünden. Er setzt an. And the Moon Man for the best female video goes to Taylor Swift. Die Kameras schwenken auf Taylor. Ihr bleibt vor Überraschung der Mund offen stehen. Ungläubig schaut sie sich um, umarmt ihre Begleiterin und klettert dann etwas unbeholfen die Stufen zur Bühne hoch. Sie umarmt erst ihren Freund, dann Shakira und nimmt den Award, einen silbernen Astronauten, vorsichtig entgegen. Noch einmal blickt sie in die Menge. Sie kann nicht glauben, dass das ihr wirklich passiert. Thank you so much. Dankeschön. Ich habe immer davon geträumt, eines Tages einen dieser Preise zu gewinnen. Aber ich hätte nie gedacht, dass das wirklich passieren würde. Ich singe Country-Musik, also vielen Dank, dass ihr mir die Chance gegeben habt, einen VMA-Award zu gewinnen. Ihre Stimme bricht vor Rührung. Die Kameras fangen pink im Publikum ein. Sie hat den Blick einer stolzen großen Schwester. Doch dann ändert sich die Szene. Wie aus dem Nichts steht der Rapper Kanye West hinter Taylor. Schwarze Sonnenbrille, Jeans, schwarzes Lederhemd. Bevor irgendjemand realisiert, was gerade passiert, nimmt er Taylor das Mikrofon aus der Hand. An sie gewandt sagt er: Yo, Taylor. I'm really happy for you. I'm let you finish. Taylor Swift ist vollkommen überrumpelt. Sie presst ihre Lippen zusammen und versucht mit aller Macht, die Tränen zu unterdrücken. Kanye West wendet sich in Richtung Publikum. But Beyonce had one of the best videos of all time. An Beyoncés Lippen kann man deutlich ein peinlich berührtes Oh Kanye ablesen. Im Publikum bricht Chaos aus. Einige Menschen fangen an zu buhen oder zu pfeifen. Andere stellen sich hin und applaudieren. Kanye West zuckt demonstrativ mit den Schultern, gibt Taylor das Mikrofon zurück und verschwindet genauso schnell, wie er gekommen ist. Taylor steht wie eingefroren auf der Bühne. Ihr Freund Taylor Lautner steht ein paar Meter hinter ihr. Er denkt, dass die Kanye-Nummer ein abgesprochener Sketch ist und später ärgert er sich, nicht eingegriffen zu haben. Wer nun eingreift, sind die VMA-Producer, die blitzschnell zu einem Einspieler schalten. Taylor Swift verlässt die Bühne, verschwindet hinter der riesengroßen, blinkenden Videoleinwand und lässt hinter den Kulissen ihren Tränen endlich freien Lauf. So erzählt das der damalige VMA-Produzent Van Toffler. Ich musste hinter die Bühne und mich mit einer weinenden Taylor und einer weinenden Beyoncé auseinandersetzen. Zum Glück sind alle geblieben. 10 Sekunden hat der ganze Spuk gedauert. Diese 10 Sekunden, dieser eine Moment, hat sich in die Popkulturgeschichte eingebrannt. Und in Taylors Biografie. Das war eine Art Katalysator für viele psychologische Wege, die ich gegangen bin. Und nicht alle davon waren von Vorteil. Das alles wurde dadurch ausgelöst, dass ich das Gefühl hatte, nicht dazuzugehören. Denn was die verschreckte 19-jährige Taylor dort auf der Bühne nicht weiß, ist, wem die Buhrufe gelten. Es war so ein Hall im Saal. Ich wusste nicht, dass sie ihn ausbuhten. Ich dachte, sie würden mich ausbuhen. Für jemanden, der sein ganzes Glaubenssystem darauf aufgebaut hat, die Leute dazu zu bringen, für einen zu klatschen, ist das eine ziemlich prägende Erfahrung. Das sagt sie 10 Jahre später in der Netflix-Dokumentation Miss Americana über diesen Moment. Was für eine Vorstellung. Du bist das allererste Mal bei den VMAs, bist gerade mal 19 Jahre alt, gewinnst, ein großer Traum wird wahr und dann denkst du, alle buhen mich aus. Vanessa, ist dir das schon mal passiert? Also, dass du wirklich von einer großen Menge ausgebuht worden bist? Ja, auch das. Ich glaube, ich habe einen Platz schon mal leer gespielt und ausgebuht. Ja, das habe ich alles schon erlebt. Aber tatsächlich gab es eine ähnliche Situation. Damals gab es den Echo noch, der wichtigste Musikpreis damals. Und da war ich zum ersten Mal nominiert für diesen Preis und habe den auch gewonnen dann. Und an diesem Abend war allen abzulesen, dass einem das nicht gegönnt wurde. Und man hat sich sehr, sehr unwohl gefühlt und kommt da halt so echt hin als Newbie irgendwie und macht sich schön und freut sich riesig. Und deswegen kann ich Taylor total verstehen, dass sie so reagiert hat, weil ich hätte genauso reagiert. Also ich glaube, dass sie so die Fassung bewahrt hat und dann irgendwie so unbeholfen oben stand. Ich glaube, das ist genau so, wäre es bei mir auch gewesen, weil ich fühle da so rein, weil das bei mir genauso war. Als ich den Preis entgegengenommen habe, konnte ich mich gar nicht so richtig freuen. Und dann gehst du da runter wie so ein, keine Ahnung, es war echt strange. Also es war wirklich vom Gefühl her, kann ich mich so reinversetzen. Ja, aber dann hast du ja wirklich was Ähnliches erlebt. Ist ja unfassbar. Ich kann mir halt vorstellen, dass es auch sehr komplizierte Gefühle sind, weil gleichzeitig ist man ja auch voll aufgeregt und freut sich ja. Ich meine, du hast ja dann da auch einen Preis gewonnen. Und gleichzeitig kannst du diese Freude aber nicht zulassen, weil halt so viele negative Gefühle noch dazukommen. Dieser Moment, diese 10 Sekunden hätten Taylors Karriere mit einem Schlag beenden können. Heute weiß Taylor, dass die eine Hälfte des Publikums Kanye ausgebuht hat und die andere Hälfte versucht hat, sie über Standing Ovations zu unterstützen.
Aber dass sie die Reaktion damals als negativ einstuft, liegt auch daran, dass sie sich seit ihrer Kindheit in dieser Außenseiterrolle sieht und sich eigentlich nichts sehnlicher wünscht, als dazuzugehören. Wenn man sie sich heute so anschaut, ne, eine talentierte, taffe, schöne, reiche Frau, klar, dann ist es sehr schwer, sich vorzustellen, dass sie mal irgendwo nicht dazugehört hat. Aber deswegen müssen wir an dieser Stelle mal ganz an den Anfang springen. Zu Taylor als Kind. Oh, my love, my darling, I'm hungry for you, and hungry for... Sie ist in Wyomissing, Pennsylvania, aufgewachsen, eine Kleinstadt östlich von Philadelphia an der amerikanischen Ostküste. Sie hat einen jüngeren Bruder, Austin. Ihr Vater ist Börsenmakler, später Finanzberater, Investmentbanker und Unternehmer und verdient richtig gutes Geld. Und ihre Mutter hat mal im Marketing gearbeitet, bleibt aber seit der Geburt von Taylor zu Hause. Schon als Kind war Taylor ein riesiger Country-Fan. Faith Hill, The Chicks, früher bekannt als The Dixie Chicks, und Shania Twain liefen damals bei ihr rauf und runter. Man könnte jetzt meinen, dass das nicht unbedingt die coolste Musik war, mit der man damals leicht Freundinnen gefunden hat. Ich kann aus Erfahrung sprechen. Ich habe nie gewusst, dass Schlager oder Popschlager irgendwelche sozialen, Grenzen aufweist, aber es hat es tatsächlich getan. Aha. Ich habe auch gemerkt, dass man irgendwie Berührungsängste mit so einem Genre hat und deswegen kann ich mich auch da sehr gut reinfühlen. Was hast du eigentlich als Kind und Teenie so gehört, Gisem? Taylor, natürlich. Natürlich. Wie alt bist, warte mal, aber dann warst du ja 2008. Wie alt warst du ich da? Ich war da 10. Nicht mal Teenie. Ja, nee. Ja, krass. Nur ein Kiddie. War das damals cool? Also man wurde jetzt nicht gemobbt, sowas nicht, aber Taylor war damals noch nicht cool. Nee. Okay, also bei Taylor war es so, dass sie nicht nur Country-Fan war, sondern die Musik auch selbst gemacht hat. Mit 9 Jahren hat sie ihre ersten Gesangsstunden, mit 10 fängt sie an, auf kleineren Veranstaltungen aufzutreten und mit 12 singt sie vor über 20.000 Menschen bereits die amerikanische Nationalhymne vor einem Basketballspiel der Philadelphia 76ers. Das ging dann echt schnell. Und sie hatte auch mit 11 schon ihre ersten Demo-Tapes an Produzenten in Nashville geschickt. Auf denen hat sie Cover von Dolly Parton und The Chicks gesungen. Die Cover-Demo wurde aber von allen Labeln abgelehnt. Und deswegen konzentriert sich Taylor ab diesem Zeitpunkt darauf, ihre eigene Musik zu machen. Mit 12 bekommt sie ihren ersten Gitarrenunterricht und macht ab dem Moment eigentlich nichts anderes mehr, als zur Schule zu gehen und Gitarre zu üben. Das hat sie 2019 in einem Interview mit Zane Lowe erzählt. Der Neuseeländer Zane Lowe ist übrigens einer der bekanntesten MusikjournalistInnen und er bekommt für seine Apple Music Sendung regelmäßig die größten Stars vors Mikro. So eben auch Taylor, die man sonst so gut wie nie in Podcasts hört. Well, bis ich an dem Punkt war, an dem ich mich wirklich selbst begleiten konnte und mich dabei sicher fühlte, an dem ich einen Song hören konnte und genau wusste, wie ich ihn spielen musste. Das passierte in 2 Jahren. Es war zwanghaft. Ich habe einfach endlos gespielt. Sie hat damals wohl 4 Stunden pro Tag geübt und wenn ihre Finger angefangen haben zu bluten, hat sie einfach Pflaster draufgeklebt und weitergemacht. So die Legende, finde ich sehr krass. Also ich spiele auch jetzt Gitarre und habe auch super Blasen immer noch und Pflaster draufkleben und weitermachen, hart. Aber no ja. Pain, no gain. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber hier zeigt sich ja schon ein zentraler Faktor, der für ihren Erfolg eine große Rolle spielt. Ihre Obsession mit Musik und dass sie sich von Beginn einfach richtig anstrengt. Dieser Wille, alles dafür zu tun, um Musik machen zu können. Sie hat damals auch obsessiv MTV Behind the Scenes geguckt und die Musikkarrieren ihrer Vorbilder analysiert. Darüber sprechen wir in Folge 2 noch im Detail, über ihre Macht im Musikbusiness. Als Musiknerd ist sie allerdings bei ihren MitschülerInnen überhaupt nicht gut angekommen. Country war einfach nicht cool. Und damit wurde sie in der Schule regelmäßig aufgezogen, hat ihre Mutter Andrea in dem Doku-Format 60 Minutes erzählt. It was not the popular choice. Yeah. In fact, it was a choice that really it defined her and unfortunately because of that she really did get a lot of teasing and a lot of ridicule because it was the unpopular thing to do, to like. Umso krasser für Taylor, dass sie es trotzdem durchgezogen hat. Also man kann eigentlich sagen, dass sich beides gegenseitig verstärkt hat. Sie macht Country-Musik und findet deswegen keinen Anschluss. Und weil sie keinen Anschluss findet, macht sie noch mehr Musik. Und so geht's immer weiter. I didn't really have friends at school. And the one thing that I had to look forward to was going home and writing a song about it. And that was the way that I started dealing with my problems.
Ihren ersten eigenen Song hat sie dann ebenfalls mit 12 geschrieben. Lucky You hieß er. Ich würde aber gerne über einen anderen Song von ihr sprechen, der quasi ihre Story der Außenseiterin erzählt. Du meinst The Best Day, oder? Genau, der ist 2008 auf ihrem zweiten Album Fearless erschienen. Darin beschreibt sie, wie sie sich mit 13 mit ihren Freundinnen zum Shoppen verabreden will. Die sagen alle, sie hätten keine Zeit. Und dann findet Taylor aber heraus, dass sich alle ohne sie zum Shoppen getroffen haben. Oh, das habe ich auf TikTok gesehen, die Story, das ist so krass. Ja, Taylor war dann natürlich auch am Boden zerstört. Und ihre Mutter fängt sie auf. Lass uns mal reinhören. I'm 13 now and don't know how my friends could be so mean. I come home crying and you hold me tight and grab the keys. And we drive and drive until we found a town far enough away. And we talk and window shop till das klingt so traurig, aber ich glaube, wir müssen an dieser Stelle erwähnen, dass Taylors Außenseitergeschichte schon häufig etwas angezweifelt wurde. Die Soziologin Georgia Carroll hat quasi einen Doktor in Taylor Swift oder genauer gesagt, sie hat sich in ihre Doktorarbeit mit der Fankultur der sogenannten Swifties auseinandergesetzt, bei dem weltweit ersten Swift-Posium in Melbourne, also einer akademischen Konferenz, die sich nur um Taylor Swift drehte. Da hielt sie die Keynote, also einen der beiden Vorträge zum Auftakt. Und in einer anschließenden Fragerunde kommentierte sie Taylors Origin-Geschichte so. Leute, die sie damals kannten, sagen, dass Taylor keine krasse Außenseiterin war, sondern einfach eine Teenagerin. Und da fühlt man sich leicht als Außenseiter. Man hat Streit und manchmal das Gefühl, dass einen alle hassen. Es kracht mit den besten Freunden und man isst alleine zu Mittag. Was glaubst du, also war das so oder wie siehst du das? Ich meine, man kann ihr das ja jetzt nicht absprechen, ne? Wie sie sich gefühlt hat. Wir wissen schon, dass sie eine beste Freundin auch bis heute hat, Abigail, die sie kennt, seitdem Taylor 14 ist. Und vielleicht weiß Taylor ja auch, dass wenn sie von ihren Gefühlen spricht aus dieser Schulzeit, dass sie damit auch viele abholt. Eigentlich ist The Best Day auch ein Liebesbrief an ihre Eltern, vor allem ihrer Mutter, die damals wie heute ihre beste Freundin ist. Zu ihrer engen Beziehung zu ihren Eltern kommen wir dann in den späteren Folgen noch ausführlicher. Die ist nämlich auch super wichtig für ihren Erfolg. Denn unter anderem zieht die ganze Familie nach Nashville, als Taylor 14 ist. Das ist quasi die Hauptstadt des Country und vor allem des Songwritings. Und vielleicht hat Taylor damit ja auch die Hoffnung, weniger für ihre Country-Liebe aufgezogen zu werden. Das können wir nur spekulieren. Am liebsten würden wir sie das natürlich selbst fragen. Bisher haben sie und ihr Team auf unsere Anfragen aber leider noch nicht reagiert. In der Netflix-Doku Miss Americana hat sie aber ihre Sicht der Dinge erklärt. I was so fulfilled by approval. Die Zustimmung erfüllte mich so sehr. I became the person who everyone wanted me to be. Ich wurde so, wie alle mich haben wollten. Und tatsächlich, in Nashville nimmt ihre Karriere Fahrt auf. Taylor bekommt tatsächlich 2005, kurz nach ihrem Umzug nach Nashville, ihren ersten Plattenvertrag bei dem Label Big Machine Records. Und wer jetzt sagt, hey, hier fehlen Punkte wie Sony, Artist Development Contract oder eine angebliche Labelgründung extra für Taylor, der darf sich schon mal auf unsere nächsten Folgen freuen. Das schauen wir uns natürlich noch genauer an. Ich kann mich ehrlicherweise gar nicht mehr so richtig, ist es undankbar, ich kann mich gar nicht erinnern, als ich meinen Plattenvertrag unterschrieben habe, meinen ersten. Warum? So lange her. Ich glaube, ich kann mich deswegen nicht an den Moment erinnern, weil es so surreal war, dass du jetzt einen Plattenvertrag unterschreibst. Es geht so in irgendeine Kammer, wo so surreal ist. Wie alt warst du denn? 2013, also war ich da 21? Aber sie war 15, krass. Ja, und ein Jahr später, also mit 16, veröffentlicht sie dann ja auch ihr Debütalbum Taylor Swift und erobert damit die Country-Szene im Sturm. Ihre erste Single, Tim McGraw, erreicht die Nummer 6 der Country-Charts und Platz 40 der Billboard 100. And then the time we woke up to find that summer gone. But when you think Tim McGraw, I hope you think my favorite song, the one we danced to all night long. Kurzer Einschub, Tim McGraw ist einer der erfolgreichsten Country-Musiker ever. Also kein Wunder, dass die Country-Szene diesen Song so sehr liebt. Ja, und
mehr Country kann Taylor jetzt eigentlich auch nicht mehr werden. Ihr Signature-Look sind damals ihre langen blonden Locken, die sie immer offen trägt, Cowboy-Boots, Akustikgitarre und ein Kleid, das irgendwie immer genau die richtige Länge hat, um weder zu sexy noch zu prüde zu sein. Und kurz nach Veröffentlichung ihres Albums tritt sie das erste Mal bei den Country Music Awards auf. Und wird vom Moderator als ein frisches und sehr hübsches Gesicht angekündigt, das als Teenage-Singer-Songwriter die Gabe habe, das auszudrücken, was junge Frauen im Herzen berührt. Dieses Talent, anderen Mädchen aus der Seele zu sprechen, haben wir eben schon mal angesprochen. Sie weiß einfach, was man in dem Alter so fühlt und womit man struggelt. Streit mit Freundinnen, Verliebtsein, Einsamkeit. Und gleichzeitig sind das auch die großen Country-Themen. Und das ist mit der Grund, warum sie damals so schnell so große Erfolge feiern konnte. Mit dem Erfolg geht es dann wirklich schnell. Ihre dritte Single, Our Song, wird ihre erste Nummer 1 der Country-Charts. Und damit ist sie die jüngste Künstlerin, der das gelungen ist. 2008 kommt ihr zweites Album, Fearless. Und das hält sich ganze 11 Wochen als Nummer 1 der Albumcharts. Damit war sie im Mainstream angekommen. Und das beeindruckend. Sowohl für ihr Debüt als auch für Fearless hat Teenage Taylor die meisten ihrer Songs selbst geschrieben, mit Unterstützung von Songschreiberinnen wie Liz Rose oder Colby Calais. Taylor passt einfach richtig gut zu Country. Ihr Tagebuchstil und das sehr persönliche Storytelling, davon lebt ja das Genre. Und in der Country-Musik geht es darum, Geschichten zu erzählen. Wahre, emotionale Geschichten. Und in den Texten von Country-Musik geht es oft um Herzschmerz, um Schicksalsschläge, aber auch um Familie und traditionelle Werte. Und sag mal, ist das nicht beim Schlager eigentlich auch so? Weißt du, was krass ist? Ich weiß gar nicht, warum es so gesehen wird, dass nur in diesen Genres diese Themen so belanglos hingestellt werden. Also es ist ja genauso deep und die Songs sind ja genauso aus irgendwelchen Emotionen entstanden wie jetzt ein scheinbar kredibler Song. Also deswegen finde ich das immer so, ich höre da einfach so ein bisschen dieses Negative raus, wo ich mich dann immer frage, so krass, ist es wirklich im Country oder auch im Schlager so, dass es so ein bisschen so gesehen wird, dass es ja ein bisschen leichtere Themen werden. Dabei sind es Themen, die in allen Musikgenres verschrieben werden und aus Gefühlen entstanden sind und Gefühle wecken ja auch und die wir alle kennen. Voll. Das ist crazy. Voll. Weißt du, was ich voll interessant finde? Sehr viele Leute wissen bei Country nicht, dass, obwohl man das ja so als Soul des weißen Mannes bezeichnet, Country eigentlich wie sehr viele andere Musikgenres auch seine Wurzeln in der afroamerikanischen Kultur hat. Ja, es ist krass, weil Beyoncé zum Beispiel hat ja auch jetzt Country-Songs rausgebracht und dadurch bin ich auch auf so viele andere schwarze Künstler gekommen, die so gute Country-Musik machen. Also ich folge auch ganz viel, ich bin voll drin am Country-Game, ich folge auch voll viel. Wir haben auch gerade Cowboy-Boots an, für die Leute, ja, die es nicht wissen. Für die es nicht sehen, wir haben Cowboy-Boots beide nicht abgesprochen. Ja, deine glitzern sogar richtig schön. Miau. Als sich Country Mitte des 20. Jahrhunderts immer mehr kommerzialisiert hat, waren mittelalte Männer die zahlungskräftigste Zielgruppe. Das hinterließ auch inhaltliche Spuren. Country wurde konservativ und patriotisch, wie die Masse des Publikums. Und Taylor konnte in dieser Welt deswegen so erfolgreich sein, weil sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Scott Borchetta, der Labelchef von Big Machine Records, wollte ein Segment erschließen, das Country lange vernachlässigt hatte. Teenie-Mädchen. Dafür hat Taylor alles mitgebracht. Wir haben ja eben schon in Best Day reingehört. Das ist ein super Beispiel. Hör mal, wie sie über ihre Kindheit und Eltern singt. It's the age of princesses and pirate ships and the seven dwarfs. Daddy's smart and you're the prettiest lady in the whole wide world. Hier haben wir wieder traditionelle Rollenbilder. Prinzessinnen und Piraten, der schlaue Papa, die schöne Mama. Das erinnert mich auch an einen ihrer größten Hits der Anfangszeit, der mich ja auch zum Swiftie gemacht hat, als ich 10 war, Love Story von dem Fearless-Album. Da besingt sie eine klassische Romeo und Julia-Geschichte. Es geht um literally Romeo, der sich gegen ihren Vater durchsetzen soll, der sie nicht hergeben will. Little did I know that you Der strenge Papa, der sein braves Mädchen vor den Jungs beschützt. Der Fiebertraum der Konservativen. Und das ist noch nicht mal eine Inszenierung. Also glaube ich zumindest nicht. Denn Taylor hat in der Doku Miss Americana selbst gesagt, dass ihr das brave Mädchen in der DNA steckt.
Mein ganzer Moralkodex als Kind und jetzt ist, dass ich für gut gehalten werden muss. Tu das Richtige, tu das Gute. Und natürlich bin ich bei weitem kein perfekter Mensch. Aber im Großen und Ganzen habe ich immer versucht, einfach ein gutes Mädchen zu sein. Dieses Good Girl Image, was sie zum einen von klein auf verinnerlicht hat und was von der Country-Szene aber auch eingefordert wird, beinhaltet auch eine Dosis internalisierte Misogynie, also gesellschaftlich verinnerlichter Frauenhass. Heute inszeniert sich Taylor ja komplett als Girl's Girl, also als eine Frau, die andere Frauen unterstützt. Aber zum Beispiel auf ihrem Song You Belong With Me aus dem Jahr 2008 klingt das noch anders. Taylor trägt in dem Video eine Nerdbrille, ein weites T-Shirt und ihre Haare zum Pferdeschwanz gebunden und singt dann weiter: I'm listening to the kind of music she doesn't like. Ich höre die Art von Musik, die sie nicht mag. Das hat alles ganz starke Pick-Me-Vibes, wie man heute sagen würde. Also, dass Taylor sich in dem Song so darstellt, als wäre sie nicht wie andere Mädchen. Die, die alberne Musik hören und sich aufreizend anziehen. Das ist besonders spannend, weil sie ein paar Jahre später selbst von Slutshaming betroffen ist. Kommen wir aber gleich noch dazu. Taylor ist nun mal auch ein Kind ihrer Zeit und als Teenie hinterfragt man sowas ja einfach auch nicht. Und sie wird es später noch mal selber reflektieren. Und ich meine, selbst wenn sie es damals schon reflektiert hätte, es wäre ihr in dem konservativen Umfeld gar nicht möglich gewesen, irgendeine politische Haltung zu äußern, wenn sie nicht ihre Karriere aufs Spiel setzen wollte. So hat sie es in Miss Americana formuliert. Aber ein nettes Mädchen zwingt den Leuten nicht ihre Meinung auf. Ein nettes Mädchen lächelt und winkt und bedankt sich. Ein nettes Mädchen bringt die Leute nicht dazu, sich mit ihren Ansichten unwohl zu fühlen. Ich war so besessen davon, nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Ich wollte einfach nichts sagen, wogegen jemand etwas haben könnte. Und die Zwänge der Musikbranche waren schon immer krass. Immer wieder werden ihr die Dixie Chicks als Warnung vorgehalten. Die dreiköpfige Country-Girl-Band hatte sich im März 2003 kritisch gegenüber dem damaligen Präsidenten, dem Republikaner George W. Bush, geäußert. Was danach passierte, kann man nur einen Hate-Storm nennen. Shitstorm ist da viel zu mild. Alle drei bekamen Morddrohungen. Bei öffentlichen Protesten wurden ihre CDs zerstört und verbrannt. Konservative Radiostationen spielten ihre Songs nicht mehr. Für anderthalb Jahrzehnte verschwand die Band von der Bildfläche. Und Taylor versprach damals öffentlich, dass ihr das nicht passieren würde. I mean, for me, I feel like at 22, it's my right to vote, but it's not my right to tell other people what to vote. Right there, sister. Come on. Für diese Aussage in der US Late Night Show Letterman bekommt Taylor von Host David Letterman einen Fistbump. Ihr Gesichtsausdruck dabei ist schwer zu lesen. Irgendwas zwischen Scham und Erleichterung, das Richtige gesagt zu haben. Durch ihre Songtexte und ihre Haltung, oder besser Nichthaltung, gehen viele Konservative in den USA davon aus, dass Taylor eine von ihnen ist, also Republikanerin. Das werden sie über 10 Jahre lang glauben, bis Taylor Swift sich endlich traut, politisch Stellung zu beziehen und damit zwar keinen Shitstorm, aber schon ein kleines gesellschaftliches Erdbeben auslöst. Aber in ihren Anfangsjahren scheint sich Taylor in der Country-Szene definitiv wohlzufühlen. 2013 sagt sie gegenüber der britischen Zeitung Independent, dass sie am Country vor allem die Authentizität schätzt. Country-Musik zeigt das reale Leben und auch die Realität der Stars, die diese Art von Musik machen. In den Menschen, zu denen ich aufschaue, stecken Freundlichkeit, Güte und Ehrlichkeit. Ich werde Keith Urban, Shania Twain und Faith Hill immer lieben. Ich werde immer solche Menschen lieben, die meiner Meinung nach wirklich authentisch sind. Die Stimme, die wir jetzt gerade gehört haben, ist übrigens Synchronsprecherin Yvonne Greizke, die offizielle Synchronstimme von Taylor Swift. Sie werden wir in diesem Podcast noch häufiger hören. Nett und brav und authentisch. All das passt auch auf Taylors Außenwirkung. Von Anfang an inszenierte sie sich nicht als Diva, sondern eher als beste Freundin ihrer Fans. Das macht sie zum einen darüber, dass sie sich von Anfang an irgendwie nahbar gibt. Nach ihren Konzerten lädt sie oft ausgewählte Fans zu einem kostenlosen Meet and Greet ein. Das ist in der Branche nicht gerade üblich. Und dazu kommen eben ihre tagebuchartigen Songtexte, die für ihre junge Zielgruppe sehr relatable sind.
Wenn man ihre Lieder hört, dann denkt man einfach, man kennt sie. Man geht mit ihr durch diesen schwierigen oder auch schönen Moment. Man bekommt vermeintlich tiefe Einblicke in ihr Leben und hat am Ende echt das Gefühl, dass sie eine Freundin sei. Dieser Effekt ist auch ganz zentral dafür, dass sie sich diese riesige Community, die sogenannten Swifties, aufbauen konnte. Da gehört aber noch so viel mehr dazu. Ich fasse erstmal kurz ihre ersten Jahre zusammen, in denen sie durchgestartet ist. Die junge Taylor übt Gitarre, bis ihr die Finger bluten, zeigt ein großes Talent für Songwriting, zieht nach Nashville. Sie verkörpert das Image des Good Girl, weil sie sich nach Jahren als gefühlte Außenseiterin so sehr nach Anerkennung sehnt und bereit ist, fast alles dafür zu tun. Und das nimmt die Country-Szene dankbar an. Gleichzeitig muss man sagen, dass sie einen sehr privilegierten Start ins Musikbusiness hatte. Sie ist ein weißes, blondes, schlankes Mädchen aus einer reichen Familie. Das brave Mädchen von nebenan scheint völlig unangreifbar und auf dem Weg in den Mainstream-Pop-Olymp zu sein. Und dann steht bei den VMAs 2009 auf einmal Kanye West hinter ihr auf der Bühne. Ja, wir sind zurück bei den VMAs. Ihr erinnert euch, Taylor hatte gerade einen Award bekommen. Dann kam Kanye auf die Bühne. Die meisten ZuschauerInnen interpretieren die Szene so. Auf der Bühne steht ein junges weißes Mädchen, das kurz zuvor in einer weißen Pferdekutsche entschwebt war und das in seiner Körpersprache eher unsicher und schüchtern wirkt. Wie so ein zartes Reh. Und dann kommt von hinten Kanye West, der ihr selbstbewusst das Mikrofon aus der Hand reißt und verbal auch irgendwie ihren Preis. Dieses Bild bedient so eine rassistische Urangst vieler weißer AmerikanerInnen, nämlich dass die bösen schwarzen Männer ihnen etwas wegnehmen. Und deswegen ist die Bewertung des Publikums vermeintlich eindeutig. Taylor gut, Kanye böse. Wobei ich fand seine Aktion wirklich echt absolut unnötig und ich glaube, Beyoncé hätte das auch nicht gewollt. Auf jeden Fall. Aber die Aktion war in dem Moment so eindeutig für die Menschen, die zugeschaut haben, dass dieses Event quasi in real time viral ging. Twitter ist explodiert und das Ergebnis war, auf einmal wusste jeder, und ich meine wirklich jeder, wer Taylor Swift ist. The young lady seems like a perfectly nice person. She's getting her award. What's he doing up there? He's a jackass. Na, Stimme erkannt? Obama, oh mein Gott. Der damalige US-Präsident Barack Obama nennt Kanye West einen Idioten und Taylor eine nette Person. Das hat er auch öffentlich gesagt, ne? Jein, also es war im Smalltalk vor einer Interviewaufzeichnung, 3 Tage nach den VMAs, aber die Kamera lief schon und irgendjemand hat einfach den Ausschnitt ins Internet gestellt. Okay, Props an den, das war cool. Und es haben sich noch viel mehr Promis gemeldet. Oprah, absolute Talkshow-Ikone, soll Taylor Blumen geschickt haben. Donald Trump rief dazu auf, Kanye als Künstler zu boykottieren und Katy Perry hat getweetet, "Fuck you, Kanye, it's like you stepped on a kitten." In Großbuchstaben. Was hat eigentlich Kanye dazu gesagt? Er war am Tag danach in der Talkshow von Jay Leno eingeladen und ist da tatsächlich auch erschienen. Leno hat ihn natürlich direkt gefragt, was da am Tag vorher los war. Und Kanye sieht aus wie ein 12-jähriger Junge, der gerade beim Direktor sitzt, weil er dabei erwischt wurde, wie er den Feueralarm ausgelöst hat, um keine Mathearbeit schreiben zu müssen. Es ist ihm sichtlich unangenehm. Er schaut die ganze Zeit auf den Boden und streicht sich immer wieder über den Kopf. Und er sagt dann auch direkt, dass er Taylor nicht verletzen wollte und nur helfen wollte, dass er weiß, dass es falsch war und so. Auf seinem Blog schreibt er etwas ganz Ähnliches. Aber auch den Satz, I gave my award to Outkast when they deserved it over me. That's what it is. Das kann man jetzt so interpretieren, dass er glaubt, Taylor hätte den Award nicht verdient. Bei Taylor persönlich hat er sich übrigens nicht entschuldigt. Spannend ist in dem Zusammenhang, was er ein Jahr später in der Ellen Show, einer anderen Talkshow, sagt. Ich fühle mich in gewisser Weise wie ein Kulturssoldat. Und mir ist klar, dass das niemand will. Ich werde nie wieder einfach eine Bühne stürmen. Ich werde nie wieder in einer Preisverleihung sitzen. Aber ich werde mich nicht verurteilt fühlen, wenn es um Dinge geht, die für die Kultur von Bedeutung sind und die jahrelang verleugnet wurden. Ich kann nicht lügen, um Platten zu verkaufen. Aber was meint er denn mit sowas Soldier of Culture? Also, dass er ein Kultursoldat ist und also wem wollte er helfen damit? Beyoncé oder? Ja, Beyoncé als Stellvertreterin für schwarze KünstlerInnen. Denn was wir hier, glaube ich, nochmal sagen müssen, ist, dass Kanye West im Jahr 2009 zwar schon ein exzentrischer Künstler war, aber damals noch keine extremistischen, antisemitischen Positionen vertreten hat. Wie zum Beispiel 2022, als er Hitler verharmloste.
Und was er 2009 anspricht, wenn auch nur indirekt, ist, dass es in der Geschichte der Musik-Awards in den USA, vor allem bei den Grammys, eine Kultur des Rassismus gibt. Also dass mittelmäßige, weiße Künstler und Künstlerinnen vermeintlich schwarzen KünstlerInnen vorgezogen werden. Diese Kritik hält übrigens bis heute an. Zum Beispiel 2022. Da war Beyoncé mit Renaissance für Album des Jahres nominiert. Gewonnen hat Harry Styles mit Harry's House. Dabei war Beyoncés Album laut vielen MusikkritikerInnen ein anspruchsvolleres, besseres Album. Überhaupt hat Beyoncé noch nie den Album des Jahres Grammy bekommen. Also ich finde schon super schwierig, überhaupt schon mal zu beurteilen, was jetzt anspruchsvoller ist. Also warum ist das Album anspruchsvoller oder nicht? Also ich, da bin ich ja, ne, habe ich glaube ich schon geäußert, da bin ich eh so ein bisschen zwiegespalten, immer das so in eine Schublade zu packen, weil es ist einfach subjektiv. Aber auch ich habe das beobachtet, dass bei den Grammys das wirklich Situation ist. Aber trotzdem wissen wir ja, dass die VMAs von den ZuschauerInnen abgestimmt werden. Also wer die Preise bekommt, wählen die ZuschauerInnen aus, richtig? Ja, deswegen ist die Kritik auch nicht 1:1 übertragbar. Außer, dass Rassismus natürlich auch im ZuschauerInnen-Voting eine Rolle spielt, weil es eben auch in der Gesellschaft eine Rolle spielt. Interessant ist aber, dass Beyoncé 2009 zwar den VMA in der Best Female Video-Kategorie gegen Taylor Swift verloren hat, aber dafür hat sie damals den VMA für Best Video Overall gewonnen. Die wichtigste Auszeichnung des Abends. Warum hat sich Kanye dann so aufgeregt? Ja, an dem Abend war es eigentlich nicht gerechtfertigt. Und dann gibt es da eben noch eine weitere Seite der VMA-Geschichte, die super selten erzählt wird, wenn es um Taylor und Kanye geht. Und zwar, dass Beyoncé Taylor zu sich auf die Bühne geholt hat, als sie eben ihren Best Video Award gewonnen hat. Sie wollte, dass Taylor doch noch ihren Moment haben konnte. So I'd like for Taylor to come out and have her moment. Das habe ich natürlich gesehen und ich fand das wirklich schön. Aber ich hätte es an Beyoncés Stelle genauso gemacht, weil ich hätte mich einfach so geschämt an ihrer Stelle für. Ja. Ich glaube, es hat sie eben auch und man muss da echt gucken, dass man da selber nochmal kurz sich reinwäscht, auch wenn sie dafür nichts getan hat. Aber ich habe es total verstanden und fand es auch echt schön, weil eigentlich war das ja dann für Taylor so ein, naja, kleiner Happy-End-Moment, wobei man sagen muss, ich glaube, das hat trotzdem alles überschattet, ne, dieser Moment mit Kanye. Das war einfach krass. Aber Happy End ist ein gutes Stichwort, weil für viele wurde es dann auch so gelesen, jede Märchenprinzessin braucht einen Bösewicht, den sie schlagen kann und sie dann schlussendlich zur globalen Pop-Ikone macht. Denn genau das ist passiert. Im Anschluss an diese VMAs laufen einige Entwicklungen in Taylors Leben parallel. Erstens, und das haben wir eben schon gesagt, dadurch, dass diese Szene so viral gegangen ist, macht Taylors Bekanntheitsgrad einen riesigen Sprung. Zweitens, Taylor legt noch schön einen drauf. Also ich kann nur dazu sagen, dass Gegenwind und Hate im ersten Moment wirklich wehtun, aber es motiviert dich als Künstler, zumindest ist es bei mir so, es motiviert dich jedes Mal. Und Taylor hat mal gesagt, dass sie sich wie eine Außenseiterin gefühlt hat und dadurch beschlossen hat, noch härter zu arbeiten. I really just went to this place where I was like, I'm gonna prove myself. I'm gonna make sure people know I deserve to be here. Sie schreibt ihr nächstes Album Speak Now komplett selbst, damit niemand mehr sagen kann, sie hätte ihren Erfolg nicht selbst verdient. Doch noch bevor das Album erscheint, gewinnt Taylor ihre ersten Grammys mit dem Album Fearless. Ja, Plural. In 9 Kategorien war sie nominiert, in 4 hat sie gewonnen. Darunter sogar die Kategorie Album des Jahres. And the Grammy goes to. Und setzt sich hier wieder gegen Beyoncé durch. Taylor Swift. Dafür gewinnt Beyoncé aber die Kategorie Song des Jahres, für die auch Taylor nominiert war. Und zeitgleich freundet sich Taylor mit Beyoncé und ihrem Ehemann Jay-Z an. Und weil Jay-Z damals eben auch ein guter Freund von Kanye ist, nähern sich auch Taylor und Kanye an. In einem Gespräch mit der Vanity Fair im Jahr 2015 sagt Taylor, dass es Jay-Z wichtig war, dass die beiden sich wieder vertragen. Aber 5 Jahre früher, bei den VMAs 2010, klingt Taylor noch ein bisschen anders. Sie performt einen Song vom neuen Album. Innocent heißt er. Und darin geht es eindeutig um Kanye. Und es ist wirklich eindeutig. Wer du bist, ist nicht, was du getan hast. Taylor sagte gegenüber dem New York Magazine, dass viele erwartet hätten, dass sie einen Song
über ihn schreibt. Aber ich habe mich eingelesen, sie habe einen Song an ihn geschrieben. Die Reaktionen darauf sind durchwachsen. Einige deuten den Song, als hätte sie ihm verziehen. Andere nennen den Song selbstgerecht herablassend und kritisieren sie dafür, dass sie ein Jahr später immer noch die Opferrolle des unschuldigen Mädchens spielt. Aber ob die Kritik berechtigt ist oder nicht, ich glaube, es geht wahrscheinlich eher um diese Songzeilen 32 und immer noch nicht erwachsen oder Lost Your Mind, Trying to Get It Back. Ich glaube, also ich kann es nachvollziehen, dass sie das ein Jahr später immer noch so berührt, weil das vergisst du nicht so schnell. Also du hast wirklich den ganzen Fokus auf diese Situation und du denkst wirklich, die ganze Welt denkt immer noch daran. Es ist bei mir heute auch noch so, aber das Krasse ist, das ist so schnelllebig alles geworden. Und es hat ja doch, finde ich, einige positive Sachen auch mit sich gezogen, diese Aktion, muss man schon sagen. Und ganz ehrlich, sie kann ja auch nicht in einem Song sagen, Kanye, du bist ein Volltrottel, so wie Obama das gemacht hat. Das hat ja gar nicht in ihr Good Girl-Image gepasst. Stattdessen wartet sie ein Jahr und sagt es halt auf ihre Art. Öffentlich und in Musik verpackt und macht dann auch noch Geld damit. Im Anschluss an die VMAs ging Taylor auf eine 15-monatige internationale Tour, sammelt noch mehr Awards ein und veröffentlicht 2012 das Album Red. Da wären wir bei dem Album, wo sie mich gecatcht hat. Mit dem Album verabschiedet sie sich dann so halb aus dem Country. Also es sind ein paar Tracks drauf, die noch Country sind, würde ich sagen, die man dem Country-Genre zuschreiben kann. Aber es sind auch wirkliche Banger drauf, um das mal kurz als Fangirl zu sagen. und auch wirklich Songs, die zum ersten Mal super relevant im Mainstream einfach waren. Aber für mich als Künstlerin ist da schon klar zu erkennen, sie möchte sich emanzipieren und ihr Ding machen. Für einige ist das eine klare Message, Taylor will Pop machen. Die brave Taylor, in Anführungszeichen, hat den Medien lange keine Angriffsfläche geboten. Sie hat keine öffentlichen Alkoholexzesse, muss nicht in Rehab, so wie viele andere Stars, die schon als Jugendliche berühmt werden, und leistet sich auch keine sonstigen Peinlichkeiten. Aber trotzdem, je bekannter und erfolgreicher sie wird, desto größer das Interesse der Klatschpresse. Und wie bei jedem weiblichen Popstar wird nun erstmal ihr Sex- und Liebesleben öffentlich diskutiert. Doch bei Taylor nimmt diese Diskussion groteske Züge an. Sie wäre boy-crazy, schreiben die Klatschblätter, sie würde viel zu viele verschiedene Männer daten, Slut-Shaming nennt man das heutzutage auch. Wir kennen die Story. Als ich 23 war, reduzierten mich die Leute darauf, Dia-Shows von meinem Datingleben zu machen, mit Leuten, neben denen ich einmal bei einer Party gesessen hatte. Und sie beschlossen, dass mein Songwriting eher ein Trick als eine Fähigkeit und ein Handwerk ist. Bei einer Frau, die ihren Job macht und darin erfolgreich ist, geht es in gewisser Weise darum, herauszufinden, wie man diese Fähigkeit komplett minimieren kann. Indem man etwas nimmt, was jeder in seinen dunkelsten Momenten gerne tut. Und das ist Slut-Shaming. Das ist mir in einem sehr jungen Alter passiert. Das sagt Taylor im Interview mit Zane Lowe 2019. Ich glaube, in dem ganzen Prozess wird dir so langsam klar, dass als so erfolgreiche Frau, die jetzt schon länger dabei ist, da wird man Sexismus einfach auf einem ganz anderen Level ausgesetzt. Und ich glaube nicht, dass die Leute verstehen, wie leicht es ist, daraus zu schließen, dass eine weibliche Künstlerin oder eine Frau in unserer Branche anscheinend etwas Falsches tut, wenn sie Liebe, Geld oder Erfolg will. Frauen ist es nicht erlaubt, diese Dinge zu wollen, wie es Männern erlaubt ist. Und in einem Radiointerview im Jahr 2013, also als mitten in dieser hässlichen Phase, in der gefühlt die ganze Welt ihr Sexualleben diskutiert, erzählt sie, dass sie sich niemals gegoogelt und richtig Angst davor hat, in eine Zeitung zu gucken, weil sie eben diese ganze Berichterstattung nicht kalt lässt. Dein Leben verändert sich und plötzlich wird alles, was du tust, als gut oder schlecht dokumentiert. Es gibt so viele Meinungen da draußen und ich denke, man kann Mauern errichten und so tun, als wäre es einem egal, was andere denken. Ich persönlich bin dazu nicht in der Lage, weil ich eine Songwriterin bin. Ich habe Gefühle, ich schreibe Songs über meine Gefühle. Ich muss verletzlich sein, um Songs über mein Leben zu schreiben. Also kann ich keine Mauern errichten und es kann mir nicht egal sein, was die Leute denken. Das ist halt voll das Ding, was sie sagt. Also ich kenne Künstler, die halt einfach ihr Gefühl ausstellen und einfach machen und da ein bisschen drüber hinweggehen, so was man fühlt, sondern dass man einfach halt funktioniert und da auch drauf, sorry, scheißt einfach, ne? Sondern einfach sag, ich mach meinen Job und gut ist. Und das ist bei mir zum Beispiel auch so, dass ich sage, ich kann auch nach 12 Jahren, ich kann nicht
etwas halbherzig machen, das macht mich nicht glücklich und das ist nicht mein Anspruch. Und das war auch der Grund, warum ich damals gesagt habe, so, ich möchte raus aus diesem Hamsterrad, ich möchte raus aus diesem Korsett, was einem da auferlegt wurde von diesem Mädchen, was da funktionieren soll. Und das war, ich kann das so nachvollziehen bei ihr, dass man eben das nicht trennen kann. Also wenn ich meine Gefühle in Songs schreibe, dann bin ich verletzlich und da kann ich nicht einfach zumachen, wenn dann mal andere Sachen auf mich einprasseln. Also entweder ganz oder gar nicht. Also so ist sie und so kann ich das nachvollziehen, dass ich auch so bin. Und das ist, ja, das ist das Päckchen, mit was sie dann rumläuft, aber was sie, glaube ich, auch so erfolgreich macht, dass sie einfach eben echt ist, auch wenn ihr oft vorgeworfen wird, dass sie es vielleicht nicht ist. Viele sagen ja, sie ist ein Produkt und sie ist so berechenbar. Ich glaube, sie ist einfach eine gute Geschäftsfrau, aber mit einer Passion und mit der Leidenschaft halt zum Songwriting. Was sie ja auch immer wieder rausgeholt hat aus den ganzen Situationen. Ja. Sie hat immer Songs geschrieben. Trotz allem. Und ich finde es so mutig, auch von dir, wenn man ja weiß, man wird die ganze Zeit wahrscheinlich verurteilt, es wird über einen geurteilt, es gibt immer irgendwelche Kommentare und Schlagzeilen, trotzdem den Mut zu haben und zu sagen, ich bleibe mir aber treu und meiner Kunst. Also ich habe davor so einen Respekt. Und Taylors ursprüngliches Image vom braven Mädchen, das wurde ja wirklich angekratzt durch diese ganzen Negativschlagzeilen. Und sie merkt wohl spätestens jetzt, dass es eben nicht so ist, dass sie es allen recht machen kann. Sie macht jetzt, was Taylor immer in solchen Situationen macht, wie du ja gerade schon gesagt hast. Sie schreibt ein neues Album. Basically, if people had something to say about me, I usually said something back in my own way. So sagt sie es bei ihrer Rede zum Billboard Woman of the Year Award 2019. Ihr Album 1989 erscheint 2014 und ist eine echte Verwandlung. Es ist ihr erstes reines Popalbum und auch ihren Look hat sie angepasst. Die blonden Engelslocken hat sie gegen glatte, dunkelblonde Haare getauscht. Die neuen Songs sind deutlich selbstbewusster als zuvor und eine Antwort auf all die Negativschlagzeilen. Sowohl Shake It Off und Blank Space sind quasi gesungene Karikaturen. In Shake It Off singt sie: Ich bin abends zu lang aus, hab nichts im Kopf, hab zu viele Dates, aber kein Mann bleibt bei mir. I stay out too late. Got nothing in my brain. That's what people say. Mm-mm. That's what people say. Mm-mm. I go on too many dates. But I can't make them stay. At least that's what people say. Mm-mm. Das Album hat sich über 12 Millionen Mal verkauft und dadurch, dass es ihr erstes reines Pop-Album war, hat sie sich nochmal ein ganz neues Fansegment erschlossen. Sie katapultiert sich damit selbst in eine neue Superstar-Liga. Dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. 'Cause baby, now we got bad blood. You know it used to be mad love. Hey, hey, hey. Ja, und Taylor befindet sich auf dem Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere, als sie dann auch im September 2015 mal wieder bei den VMAs ist. Und Taylor Swift den Video Vanguard Award an niemand geringeren als Kanye West überreicht. Und das macht sie, indem sie sagt: And I have to say to all the other winners tonight, I'm really happy for you and I'm gonna let you finish, but Kanye West had one of the greatest careers of all time. Und ich fand das so smart und es ist einfach 6 Jahre her, aber diesen Moment aufzugreifen, das ist einfach ein kleiner, wie würden wir Swifties sagen, Mastermind. Ja, total. Und tatsächlich ist es so, dass KritikerInnen ihr vorgeworfen haben, dass sie dann da an diesem Abend 2015, als sie erfolgreicher ist als je zuvor, sich immer noch als Opfer inszeniert. Kanye sagt in seiner wirren Dankesrede dann unter anderem, dass er 2020 für die Präsidentschaftswahl kandidieren wird. Und Taylor postete später sogar ein Instagram-Foto mit #KanyeForPresident. Also eigentlich wieder Friede, Freude, Eierkuchen zwischen den beiden. Aber wie jeder gute amerikanische Präsidentschaftskandidat stürzt er sich jetzt in einen Skandal, von dem es natürlich Audiobeweise gibt. Okay, also Kanye Gate 2.0. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Im Februar 2016 veröffentlichte Kanye West seinen Song Famous und in dem rappt er über, of course, Taylor Swift. For all my South Side niggas that know me best, I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. God damn. I made that bitch famous.
Er sagt, er hätte Taylor berühmt gemacht und spielt damit sehr wahrscheinlich auf seinen Aussetzer bei den VMAs 2009 an, den Taylor im Nachhinein für sich nutzen konnte. Und er nennt sie eine Schlampe. Als der Song rauskommt, lässt Taylor über ihr Presseteam verkünden, dass Kanye sie im Vorfeld nicht über die Lyrics informiert hätte und sie die Botschaft für sehr misogyn halte. Nur ein paar Tage nach dem Song-Release gewinnt Taylor für 1989 zum zweiten Mal den Grammy für das Album des Jahres. Und ihre Dankesrede richtet sie an Kanye, aber natürlich ohne ihn direkt anzusprechen. Sie sagt: Als erste Frau, die zweimal den Preis Album des Jahres bei den Grammys gewonnen hat, möchte ich allen jungen Frauen da draußen sagen, dass es auf eurem Weg Leute geben wird, die versuchen werden, euren Erfolg zu untergraben oder euch die Anerkennung für eure Leistungen oder euren Ruhm zu nehmen. Als erste Frau, die den Grammy für Album des Jahres zweimal gewinnen konnte, möchte ich zu all den jungen Frauen da draußen sagen, es wird Menschen geben, die versuchen werden, euren Erfolg zu untergraben oder sich mit dem, was ihr erreicht habt, zu schmücken. Nach dieser Rede steht es PR-technisch mal wieder 1-0 für Taylor. Schon wieder triumphiert sie über Kanye West, der ihr schon wieder den Erfolg absprechen will. Das war wirklich ein extrem smarter und gut durchdachter Schachzug von ihr. Und sie hätte hier als Gewinnerin vom Feld gehen können, wenn nicht Kanyes damalige Ehefrau, Marketing-Genie Kim Kardashian, ein paar Monate später auf der Bildfläche erschienen wäre. In einem Interview mit der GQ sagt sie, Kanye hätte Taylor im Vorfeld angerufen und mit ihr über die Lyrics gesprochen. Taylor habe dem Ganzen zugestimmt und dann hätte sie in ihrer Grammy-Rede aber auf einmal wieder gegen Kanye geschossen und ihre Opferrolle gespielt. So Kims Vorwurf. Einen Monat später postet Kim dann die Beweisvideos auf Snapchat. Man kann hören, dass Taylor und Kanye über die Zeile »I feel like me and Taylor might still have sex« sprechen, aber was man nicht hört, ist, ob Kanye ihr auch von der »I made that bitch famous« Zeile erzählt. In Reaktion auf die Videos sagt Taylor, es ginge ihr vor allem um das B-Wort. Davon habe sie nichts gewusst und es sei erniedrigend. Das PR-Problem ist jetzt aber, noch im Februar hatte sie behauptet, dass Kanye vorher überhaupt nicht mit ihr gesprochen habe. Jetzt wirkt sie aber wie eine Lügnerin, die den Moment genutzt hat, um Sympathiepunkte für ihre Opferrolle einzusammeln. Das Internet explodiert und ihr Image auch. Aus dem Good Girl wird in der öffentlichen Wahrnehmung eine manipulative Lügnerin und eine falsche Schlange. Kim Kardashian etabliert dazu den Schlangen-Emoji auf Social Media. Der Hashtag Taylor Swift is over Party setzt sich weltweit auf die Nummer 1 der Twitter-Trends. Das Publikum bei einem Kanye-Konzert skandiert Fuck Taylor Swift. Das Letzte, was man von Taylor hört, ist ein Instagram-Post, der inzwischen gelöscht ist. Es ist das Bild eines Notizzettels, auf dem steht I would very much like to be excluded from this narrative. Und dann absolute Funkstille für ein ganzes Jahr, während das Internet sie zerfleischt. Uff. Gegenüber der britischen Zeitung The Guardian hat Taylor diese Entscheidung rückblickend so erklärt. Wenn dich eine Monsterwelle überrollt, die so viel größer und stärker ist als du, dann kannst du entweder versuchen, mit all deiner Kraft dagegen anzukämpfen, nicht unterzugehen, oder du tauchst unter, hältst die Luft an, wartest, dass sie vorübergeht und versuchst, während du da unten bist, etwas aus der Situation zu lernen. Also ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, einfach Kopf in den Sand und warten, bis es vorbei ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in dieser Zeit Folgendes passiert. Das ist nämlich auch was, was bei mir immer so ist. Wenn irgendwas scheinbar Negatives auf dich einprasselt und du kurz dir einen Moment nimmst, durchzuatmen, dann hast du so einen klaren Blick. Das ist wie nach einem Gewitter, da reinigt sich einfach die Luft. Und deswegen rückblickend war das, glaube ich, alles genau richtig, damit sie so zurückkommt und was sie dann draus gemacht hat mit dem Album. Es ist interessant, dass du das sagst, weil Taylor ja auch im Nachhinein mit sehr viel Reflexion über diese ganze Zeit spricht, aber gleichzeitig zum Beispiel in der Doku Miss Americana zugibt, wie sehr er diese Cancel-Attacke wirklich emotional, menschlich zugesetzt hat. Als die Leute sagten, ich sei böse und hinterhältig und kein guter Mensch,
a good person. Konnte ich mich davon nicht erholen. That was the one that denn mein ganzes Leben drehte sich darum. My whole life was centered around it. Und? Der Grund, warum diese Reaktion so wehtat, war, dass das alles war, was ich hatte. Dieser Backlash, dieser Vorfall hat ihr also alles genommen, sagt sie. Ihr Image und die Anerkennung, nach der sie eigentlich nonstop gesucht hat. Ich stelle mir das halt wirklich krass vor. Wie war für dich die Zeit als Fan, als das alles passierte? Ich werde das niemals vergessen. Es war eigentlich voll kompliziert für einen Fan zu der Zeit, weil auf der einen Seite war man total solidarisch. Ich habe wirklich so viel Zeit auf Twitter und Instagram damit verbracht, mit Leuten zu diskutieren, dass Taylor kein schlechter Mensch ist. Ich habe unter ihren Posts ganz viele Herzen kommentiert, damit diese Schlangen ausgeglichen werden. Und gleichzeitig war da halt auch ein Teil in mir, der sich dachte, oder ist sie wirklich eine Lügnerin? Also man wurde so beeinflusst von diesem Internetdiskurs und ich habe das von außen gar nicht zugelassen und ich habe sie da verteidigt, aber gleichzeitig haben ja auch alle Magazine wirklich Stories veröffentlicht von Taylor Swift, die manipulative Lügnerin, dass man sich schon einfach nur gewünscht hat, dass Taylor was dazu sagt, dass sie Stellung bezieht, dass sie ein Statement postet, weil wir kennen sie doch und sie ist keine Lügnerin, aber wir haben ja plötzlich diese Videobeweise von Kim, es war wirklich kompliziert. Aber wir wären ja nicht hier in dem Podcast, wenn diese Story jetzt zu Ende wäre, denn es geht natürlich noch weiter. Exakt. Denn Taylor kommt zurück und wie? Etwas über ein Jahr, nachdem sie sich selbst ins Exil verbannt hat, taucht auf ihrem Instagram-Kanal auf einmal ein Video auf. Ich kann mich sehr genau daran erinnern. Es ist ihr erstes Lebenszeichen an ihre Fans und auch an ihre Hater. Und es ist ein verpixeltes Video von einer Schlange. Kannst du dich erinnern? Ich habe geschrien. Ich habe geschrien, weil Taylor zu dem Zeitpunkt einfach ein Jahr lang gar nicht gesehen wurde. Vorher wurden ja diese ganzen Sachen auf ihrem Instagram gelöscht. Da habe ich schon wirklich, ob ich darüber nachdenke, ich krieg so Schweiß. Es war einfach so crazy. Und dann hat sie da diesen ersten Teil gepostet. Ich habe direkt erkannt, dass das eine Schlange werden soll. Und das war ja am Ende ein Teaser auf ihr neues Album, nämlich Reputation. Sie macht bei diesem Release überhaupt kein Geheimnis daraus, dass sie sich auf die Geschehnisse aus 2016 bezieht. Und anders wäre es auch gar nicht gegangen, erklärt sie rückblickend im Interview mit Zane Lowe. Like Reputation was such an important record for Reputation war so ein wichtiges Album für mich, weil ich nicht aufhören konnte zu schreiben. I needed to write that album. Ich musste dieses Album herausbringen und ich musste dieses Album nicht erklären. Denn ich wusste, wenn ich ein Interview darüber gebe, würde es nicht um die Musik gehen. None of it would be about music. Am 27. August 2017 sind mal wieder die VMAs und natürlich gibt es keinen besseren Ort als die Bühne des größten und wichtigsten US-Musikpreises für die Premiere des ersten Songs aus Taylors neuem Album inklusive Video. Sie wählt dieses Event, weil sie hier 2009 das erste Mal Kanye begegnete. Und das ist alles wirklich Next-Level-PR-Arbeit und wirkt extrem klug kalkuliert. Und dann erst das Video. Der Song heißt Look What You Made Me Do. Er richtet sich ganz klar an Kim Kardashian und Kanye West, aber auch an alle anderen KritikerInnen und GegenspielerInnen ihrer Karriere. Sie hat ja schon bei 1989 gezeigt, dass sie in der Lage ist, selbstreferenzielle Texte zu schreiben und zu zeigen, hey, ich weiß ganz genau, was ihr über mich redet. Und hier lohnt es sich, einmal das Video im Detail unter die Lupe zu nehmen. Also, wir beginnen auf einem Friedhof, zoomen ran an einen Grabstein. Hier liegt der gute Ruf von Taylor Swift begraben, steht drauf. Oh mein Gott, es ist einfach so gut. Und dann sehen wir, wie sich ein Zombie-Taylor aus diesem Grab herausarbeitet. Und wir hören die ersten Zeilen des Songs. I don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play. The fool, no I don't like you. Es geht weiter. Wir sehen Taylor jetzt wieder als Mensch. Sie sitzt in einem blutroten Gewand auf einem goldenen Thron und um sie herum natürlich Schlangen. Ein klarer Verweis auf Kim Kardashian. Es läuft die ikonische Zeile: Ich bin mit der Zeit schlauer und härter geworden. Honey, ich bin von den Toten auferstanden. Das mache ich ständig. Ich habe eine Liste an Namen und deiner ist in Rot unterstrichen. Ich hake ihn ab. Einmal, zweimal. Wow. Red under.
check it once, then I check it twice. Oh! Außerdem hat die Armlehne ihres Throns die Inschrift Et tu Brute. Das ist Latein und kommt aus William Shakespeares Stück Julius Caesar. Es heißt, auch du, Brutus? Das ruft Caesar, als er von Brutus, der eigentlich sein Freund war, umgebracht wird. Glasklare Botschaft an Kim und Kanye. 10 Jahre vorher war ihre Shakespeare-Referenz noch Romeo in Love Story. Ja, weiter weg voneinander könnten die beiden Referenzen ja gar nicht sein. Wirklich nicht. Übrigens, solche versteckten Hinweise nennt man Easter Eggs. Und wir freuen uns drüber. Total. Und die platziert Taylor regelmäßig in ihren Songtexten und Videos. Vor allem bei Look What You Made Me Do. Gegen Ende des Videos steht Taylor auf einem Haufen alter Versionen von sich selbst. Man sieht die Taylor mit dem silberfarbenen Cinderella-Kleid von den VMAs 2009. Die mit Pferdeschwanz und Nerdbrille aus dem You Belong With Me-Video. Die als weißer Schwan angezogene Taylor aus Shake It Off. Die Country-Taylor mit Akustikgitarre. Also, die alle sind dort und werden von der neuen Taylor verbannt. Und sie verkündet: I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Die alte Taylor gibt es nicht mehr. Und dann endet das Video aber mit meinem absoluten Highlight. Vor einem Flugzeug mit der Aufschrift Reputation haben sich 15 verschiedene Taylor-Versionen aufgestellt. Und dann wird es richtig Meta. You guys! Das ist die You Belong With Me Nerd Taylor, die so überrascht guckt wie bei den VMAs 2009, die von Zombie Taylor angefahren wird. Stop making that surprise face. It's so annoying. Yeah, you can't possibly be that surprised all the time. Country Taylor mit der Akustikgitarre versucht zu schlichten und wird von 2012 Taylor angefaucht. Y'all, oh, stop acting like you're all nice. You are so fake. Oh, there she goes, playing the victim again. Geht die nächste Taylor dazwischen. Eine weitere Taylor mit Sonnenbrille und Leo-Mantel, in Anspielung auf Kim Kardashian, nimmt die Szene mit ihrem Handy auf. What are you doing? Getting receipts. You're gonna edit this later. Und das vorletzte Wort hat Cinderella Taylor, der 2009er VMAs, die ihren Award umklammert. I would very much like to be excluded from this narrative. Wow, sie hat einfach jeden Witz, der jemals über sie gemacht wurde, jetzt selbst gemacht und jede Kritik quasi parodiert. Ey, soll ich mal was sagen? Look What You Made Me Do ist meiner Meinung nach bis heute die beste Single, die Taylor jemals veröffentlicht hat für ein Album. Nichts kommt bis heute an dieses Musikvideo ran. Und das ist bis heute so das Video, was ich mir, wenn ich einen schlechten Tag habe, gucke ich mir das an. Wirklich, das hat meiner Meinung nach alles verändert und auch so viele Rekorde gebrochen. Wenige Stunden nachdem das Video veröffentlicht wurde, hatte es bereits 13 Millionen, was auch sonst, Streams und eine neue Taylor Swift war geboren. Das brave Mädchen von nebenan ist Geschichte oder wirkte zu der Zeit so. Und Taylor hat der ganzen Welt gezeigt, die Einzige, die ihr Image steuert, ist sie. Dieses Video wird ja bis heute noch als absolut iconic gefeiert, wie man es an deiner Reaktion noch gemerkt hat. Oder wie Taylor später in ihrem Song Willow singt, I come back stronger than a 90s trend. Mein Comeback ist stärker als ein Trend aus den 90ern. I come back stronger than a 90s trend. Und weißt du, worum es bei Reputation noch ging? Und was vielleicht auch ein Grund ist, warum Taylor so stark zurückgekommen ist? Safe, die Liebe. Aber über ihre Langzeitbeziehung mit Schauspieler Joe Alwyn, die hier ihren Anfang nahm, reden wir in einer anderen Folge ausführlicher. Was wir bis hierher erstmal mitnehmen können, ist, wie strategisch und kalkuliert jeder Schritt ihrer Karriere verläuft. Das sieht man besonders am Reputation Comeback. Sie schafft es immer wieder, negative Dinge zu ihrem Vorteil zu nutzen, indem sie über ihre Songtexte das Narrativ kontrolliert. Tatsächlich ist einer der Journalisten schon 2013 bei einem Besuch bei Taylor in Nashville aufgefallen, dass sie ein Foto von dem Kanye-Moment bei den VMAs 2009 eingerahmt hat. Die Kulturjournalistin Taffy Brodesser-Ackner schreibt 2023 in der New York Times, dass man diese Szene zweierlei deuten kann. Als Erinnerung:
dass sie immer wieder von den Toten auferstehen kann, oder als Warnung, dass dir in Zeiten großen Erfolgs jederzeit jemand ein Bein stellen kann. Wahrscheinlich ist es beides. Fakt ist, seit 2017 hat Taylor niemand mehr ein Bein gestellt. Zumindest bis jetzt. Im Gegenteil. Andere KünstlerInnen planen inzwischen ihre Release-Daten um Taylor Swift herum. Taylor selbst hat sich aber auch in der Zeit verwandelt. Sie ist erwachsen geworden, stärker, selbstbewusster. Während sie bei den VMAs 2009 in ihrem silbernen Kleid ganz schmal und zerbrechlich wirkte, kommt sie bei den VMAs 2019 in einem knallbunten Oversize Blazer mit Schulterpolstern auf die Bühne, um ihren Preis abzuholen. Sie steht aufrecht, gestikuliert, spricht frei und mit deutlich kräftigerer Stimme als 2009. Taylor ist nicht mehr das brave Mädchen, das um jeden Preis allen gefallen will, aber dennoch bleibt sie ihrem Girl Next Door-Image treu. Das macht sie unter anderem darüber, indem sie sich weiterhin für ihre Fans als nahbar, beste Freundin, naja, viele würden sagen inszeniert, aber ich glaube, wir Swifties, wir fühlen das wirklich so. Aber diese ständige Suche nach Anerkennung und dieses sich beweisen müssen, hat sie mit dem Reputation-Album ablegen können. Das erzählt sie auch 2019 in einem BBC-Radio-Interview. Eine Sache, die die Reputation-Ära in meinem Leben für mich getan hat, war, dass ich gelernt habe, dass ich auch ohne öffentliche Anerkennung ein wunderbares Leben haben kann. Und immer noch Musik machen will und mit meinen Fans in Verbindung stehen will. Und dass die Liebe zur Musik und die Liebe zu dem, was ich tue, und meine Fähigkeit, mir ein eigenes Leben aufzubauen, eine Möglichkeit ist. Und ihr neues Selbstbewusstsein kommt meiner Meinung nach auch daher, dass sie seit Reputation ihr Image wirklich komplett selbst in der Hand hat. Seit 2017 gibt sie nur ausgewählte Interviews. Selbst der Chefredakteur der New York Times kriegte von ihr 2023 einen Korb. Ihre komplette PR läuft über ihre eigenen Kanäle. Und was die Welt von Taylor sieht, das entscheidet jetzt nur noch Taylor. Und zwar das Bild eines total normalen Superstars. Doch die riesige Maschinerie und Macht, die man braucht, um das aufrechtzuerhalten, davon erzählen wir euch in der nächsten Folge. Das war Vom Country Girl zur Pop-Ikone, die erste Folge von Die Taylor Swift Story. Alle 6 Folgen hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Wir freuen uns über eine Bewertung, über ein Abo oder wenn ihr diesen Podcast an all die Menschen schickt, die mehr über Taylor Swift erfahren sollten. Die Taylor Swift Story ist ein Podcast der Flow Media Company im Auftrag von ARD Kultur. Die Hosts sind Vanessa Mai und Gizem Celik. Executive Producer ARD Kultur, Christian Costa-Zahn. Executive Producers Flow Media Company, Robert Kindermann, Sabrina Andorfer. Redaktion ARD Kultur, Maria Matthias. Redaktionelle Unterstützung ARD Kultur, Arne Gotzmann. Projektleitung Flow Media Company, Eva Hoos, Sabrina Andorfer. Produktionsleitung ARD Kultur, Annemarie Haag. Produktionsleitung Flow Media Company, Tim Giese. Recherche, Eva Hoos, Theresa Hertel, Johanna Schnüppke, Gizem Celik, Anna Scholz, Janina Rook. Skript und Dramaturgie: Anna Scholz, Janina Rook, Gizem Celik, Sabrina Andorfer, Theresa Hertel. Autorin dieser Folge ist Anna Scholz. Sounddesign: Lorenz Schuster. Postproduktion: Lorenz Schuster. Coverart: Dörte Haupt. Wisst ihr, was Madonna, Liam Gallagher, Juju, Lady Gaga, Tupac oder Dieter Bohlen gemeinsam haben? Naja, sie können unheimlich gut austeilen. Sehr sogar. Und genau darum geht es in unserem neuen Podcast. 3, 2, 1. Fuck you very, very much! Ich bin Jennifer Weist. Und ich bin Markus Kafka. In Fuck You Very Very Much erzählen wir euch von den größten Beefs im Musikbusiness. Von den unglaublichsten Sachen, die Musikerinnen und Musiker mal gebracht haben und die bis heute nachhallen. Liam sagt zu Damon, deine Band ist voller Scheiße, deswegen werde ich auch kein Foto mit dir machen. Ey. Es geht um Eifersucht, viel Geld und noch größere Egos. Milli Vanilli ist
eine der größten Lügen in der Popgeschichte. Von denen wir wissen. Und in diesem Jahr holt Lady Gaga mit etwas Verspätung nochmal zu einem krassen Seitenhieb aus. Das ist wirklich eine der größten und tragischsten Rivalitäten der Musikgeschichte. Beide wurden erschossen und das nur innerhalb eines halben Jahres. Wir erzählen von Stars wie Madonna, Lady Gaga, Notorious B.I.G. und Tupac und von Bands wie Blur und Oasis oder Modern Talking. Dabei kommen Dinge zum Vorschein, die ihr bestimmt noch nicht kanntet. Und dafür graben wir uns ganz tief rein in die einzelnen Geschichten und in die damalige Zeit. Und ganz nebenbei kommt auch noch raus, wie wir beide das damals alles erlebt haben. Im Fasching, im Karneval, bin ich als Thomas anders gegangen. Fuck You Very Very Much gibt es ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von ARD Kultur.